Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Idle Drift Kings. Mist, jetzt wollte ich gerade in der Pause eigentlich noch was nachgucken, das habe ich dann natürlich instant vergessen. Das gibt's auf Steam, ist rausgekommen am 1. Februar, also gerade mal ein paar Tage alt, kostet 2,99 und wir gucken jetzt mal, was das so kann. Ich habe gestern schon mal so 10 Minuten ungefähr reingespielt. Ich bin so mäßig überzeugt. Wir gucken mal. Wir haben auf jeden Fall eine Menge irgendwas gekriegt. Man kann leider nicht so richtig erkennen, was das hier darstellen soll. Aber wir haben von irgendwelchen Punkten 34.000 bekommen. Okay. Let's go. Ich habe schon mal den Auto-Progress freigeschaltet. Am Anfang hat man tatsächlich nur sein eigenes Auto. Und das driftet dann halt so dem Mauszeiger nach. Und für die Drifts bekommt man dann halt diese Currency, wo wir gerade passiv auch schon ganz viel bekommen haben. Man kann dann aber, sobald man, ich glaube es sind tatsächlich 420, einfach fürs Meme, sobald man das freigeschaltet hat, kann man hier sein kleines RC-Card freischalten, das dann automatisch driftet und automatisch Currency sammelt. Und ich habe noch keine Ahnung, was das Spiel sonst kann. Also ich bin mir da noch sehr unsicher, wo die Reise hingeht. Es gibt hier auf jeden Fall einen Upgrade-Shop. Die Schriftart ist ein bisschen anstrengend. Also ja, ich verstehe, warum man sie gewählt hat. Stilmäßig passt die halt so in die Drift-Szene wahrscheinlich. Aber das macht sie halt nicht besser zu lesen. Nun. Wir können uns einen Reputation Rank leisten. Lass mal einen neuen Reputation Rank freischalten. So, wir haben Iron Reputation freigeschaltet. So, damit haben wir jetzt einen weiteren Drift-Spot freigeschaltet. Und das bringt was? Ah, wir können an verschiedenen Spots wahrscheinlich verschiedene Currency sammeln und dann verschiedene Sachen freischalten. Maybe. Gucken wir gleich mal. Es gibt auch immer so Mini-Drift-Events, wo man dann versuchen kann, da irgendwie durchzudriften, ohne... Ah, zu viele Cones getroffen. Schade. Das ist irgendwie noch so eine Sache. Ne, wir bekommen hier aber tatsächlich beide Currency. Dann weiß ich im Moment noch nicht, warum ich den Spot wechseln sollte, aber gucken wir mal. Den Spot haben wir jetzt freigeschaltet von einem Parkplatz zum anderen Parkplatz. Die ganzen Locations hier sehen alle sehr fantastisch aus, wenn wir ehrlich sind. Also, boy, ein Parkplatz schöner als der andere. Haben wir jetzt irgendwas davon? Mehr Currency bekommen wir doch da jetzt auch nicht, oder? Es sieht halt einfach nur anders aus, oder entgeht mir da gerade irgendwas? Wir haben hier unten auch irgendwie... Achso, die Cam müsste ich vielleicht mal ein bisschen hochschieben. Die liegt da irgendwie genau über der Anzeige, wie viel Currency wir haben. Das ist so, glaube ich, besser. Also ich weiß nicht, was der grüne Balken hier unten macht. Das ist, glaube ich, irgendeine Levelanzeige. Aber wann die sich füllt? Keine Ahnung. Füllt die sich auch, wenn wir nicht driften und das nur automatisch driftet? Wow. Na gut, wir müssen ja eh über den Start fahren und vorher können wir ja alles umhauen. Hauptsache, ich nehme einfach alle Cones mit. Richtig gut funktioniert. Sound geht ein wenig auf die Nerven. Warte. Ich mache das Motorengeräusch mal aus. Ist ein bisschen angenehmer, oder? Ich wollte euch nur das richtige Spielfeeling vermitteln. Definitiv angenehmer, ja, geht mir genauso. So, und jetzt sind wir gelevelt und haben irgendwelche Drift-Dollar noch bekommen, wofür ich auch noch nicht weiß, wofür ich die ausgebe. Wir können auf jeden Fall mal ein paar Drift-Skills kaufen, dann kriegen wir schon mehr Drift-Punkte. Was auch immer, Photo-CPS, ist das ein C oder ein O?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Ich kaufe das jetzt einfach mal. Und wir können den Autodrifter noch leveln. Okay, cool. So, hier mal Max-Level kaufen. Alles andere haben wir hier dann auch fast. Ach, guck mal, jetzt haben wir noch ein zweites. Ah, jetzt haben wir drei Autos wahrscheinlich. Hier kann man übrigens denen eine Route vorgeben, wie die fahren sollen. Gut, dass das jetzt gar nicht unübersichtlich ist oder so. Hey, ich habe das Drift-Event abgeschlossen. Ich habe es nicht total verkackt. So, und der kann mal hier so ein bisschen rumdriften. Okay, jetzt haben wir immerhin zumindest drei Autos, die hier automatisch driften. Okay, cool. Was sind denn Ticketed Events? Ich habe keine Ahnung. Hydraten, sehr guter Plan. Warum fährst denn du hier unten rum? Das ist nicht das, was du machen solltest, oder? Das ist nicht die Route, die ich dem gegeben habe, oder? Also zumindest nicht absichtlich. Vielleicht habe ich den gerade irgendwo aus Versehen ausgewählt. Aber kann der halt schon machen. Okay, was haben wir denn hier noch für Upgrades? Noch mehr Drift Skills, Tire Speed, auch hier wieder Ticketed Events. Sell Tickets to gain more reputation. I don't get it. Autodrifter Shell. Adds a stylish shell to the Autodrifters to gain passive reputation even quicker. Das klingt super. Kaufen wir. Drift Combo. Earn Combos while drifting for more reputation. Okay. Max Drift Combo. Drift Combo Duration. Drift Combo Multiplier. Okay, also bei dem zweiten Ding geht es offenbar sehr viel um Combo. Ich sehe aber irgendwie noch nicht so ganz, wo das hinläuft. Also ist unser Ziel dann wirklich nur, alle Drift Spots freizuschalten? Oder... mal in die Garage gucken. Wir können auf jeden Fall offensichtlich noch eine ganze Menge mehr Autos freischalten. Und irgendwelche Patterns, also irgendwelche Muster für das Auto. Wir können bislang nur die Farbe ändern. Also wir können da auch ein knallpinkes Auto draus machen. Das geht. Fühle ich aber gerade irgendwie nicht so. Schon nicht besser, ne? Machen wir mal so. Man kann Wheel Spacing irgendwo einstellen. Ich habe, das ist doch auch nur optisch, oder? Macht das irgendwas? Sieht halt schon hart bescheuert aus. Ja, gib mir die extra breiten Puschen, bitte. Und offenbar, also es gibt hier eine Menge Slots für weitere, aber... Achso. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch gefühlt anders drifte. Ich glaube nicht. Ah, wir sehen schon, der eine hat jetzt tatsächlich, also der eine von den automatischen Driftern hat jetzt tatsächlich so eine Farbe da bekommen. So eine Shell, so eine Hülle.
Okay. Gut, wir brauchen aber halt leider auch einfach noch ein paar mehr Punkte. Hilft nichts. Also zumindest 420 von den blauen Punkten wäre halt ganz nice. Die Cam ist sich heute mit der Beleuchtung auch überhaupt nicht sicher, was sie will, oder? Mal ist sie zu dunkel, jetzt wird Jesus auf meiner Stirn geboren, dem Licht nach. Das ist halt auch, ja gut, sei es drum. Oh Gott, Drift Event. Ja gut, ich nehme halt alle. Achso, das war jetzt nicht, weil ich zu viele Cones umgehauen habe, sondern weil ich zu lang gebraucht habe, da durchzudriften. Klar, vollkommen klar. Ich weiß halt noch nicht, was ich mit meinen Drift-Dollars mache. Also es gibt ja noch irgendwie so eine dritte Currency, die wir beim Level-Up auch irgendwie kriegen. Aber ich habe irgendwie noch nicht gefunden, wo ich die ausgeben kann. Kann ich hier irgendwie... Ja, Set Main Vehicle ist nur, dass das zum Hauptfahrzeug wird, aber More Vehicle. Ach nee, Move Vehicle ist das, nicht More. Ja gut, dann parkt das woanders, okay. Aber wie komme ich denn von hier eigentlich zum Driften zurück? Okay, so, ohne dass wir ins Hauptmenü gehen. Aber das beendet dann wirklich das Driften im Hintergrund? Wir müssen die Location neu laden? Das ist ja auch ein bisschen weird. Irgendwie angenehmer, wenn wir nicht so krass Wolken ziehen würden. Und ich bin mir auch echt nicht sicher, ob die Location hier irgendeinen Vorteil hat. Also wenn wir jetzt nochmal die Location wechseln. Dann sieht der Untergrund zwar anders aus, aber so im Großen und Ganzen bekommen wir doch die gleiche Currency. Und haben die gleichen Upgrades zur Verfügung, oder? Ja. Also der Sinn hinter einem neuen Driftspot ist mir noch nicht klar. Und was dieses Foto-CPS oder Foto-Ops oder ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Was das macht, das haben wir hier zumindest freigeschaltet. Aber ich weiß nicht, was es tut. So, Level Up, 25 Drift-Dollar. Ja, aber was mache ich damit? Abgesehen davon, also ich müsste jetzt nicht selber driften, ne? Wir können die Karre auch einfach hier stehen lassen. Dann ist es natürlich idle. Ansonsten selber driften ist natürlich schon sehr aktiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja viele Spiele, wo man so, also viele, viele, viele Idle Games, wo man halt selber klicken kann. Hier muss man halt, also hier ist es gar nicht mal selber klicken, sondern hier hält man einfach die ganze Zeit die linke Maustaste gedrückt zum Driften. Also halt wirklich Dauer gedrückt. Da habe ich das Ende nicht getroffen, come on. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ist halt so. Und mir fehlt im Moment irgendwie noch so ein bisschen der Anreiz, neue Sachen freizuschalten. Das ist so da, wo ich hauptsächlich hänge im Moment. Also mir fehlt so dieses typische, halt mir doch halt mal irgendwie eine Karotte vor die Nase, damit ich sehe, wo das Spiel hier noch hingeht. Weil das Einzige, was ich im Moment zum Freischalten sehe, sind halt Driftspots. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie der Parkplatz aussieht, auf dem ich drifte, ist mir halt relativ egal. Solange das halt spielerisch gefühlt nichts bringt. Also da wäre es halt cool, wenn man schon zeitig irgendwie sehen würde, woher kriege ich denn mal neue Autos oder noch irgendwas anderes Cooles.
Hey, Drift Event tatsächlich completed. Nicht verkackt. Tires go faster, increasing the speed reputation is received. Warte, ist das ein grammatikalisch richtiger Satz? Tires go faster, increasing the speed reputation. Ja, okay. Ja, schon. Also man hätte ihn ein bisschen ausführlicher schreiben können, aber ja. Passt schon. Mal abgesehen davon, dass das halt überhaupt keinen Sinn macht. Es ist halt so, Moment, Tire Speed ist das. Also. Hold on a second. Ist Tire Speed nicht letztlich gleichzeitig auch Geschwindigkeit? Ich bin mir unsicher. Ich würde die Drift-Kombo, glaube ich, ganz gerne holen für 4,20. Da müssen wir aber noch ein bisschen was für machen. Das braucht halt eine Weile. Aber ansonsten, also ich hätte es halt, glaube ich, auch ganz cool. Oh, das hier ist so ein Fotodinget. Und das gibt dann Currency. Okay. Das sind einfach so kleine Boni zum Einsammeln. Ich verstehe. Das ist das Fotodinget. Okay. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, ich hätte es ganz schön gefunden, wenn es irgendwie von der Umgebung her noch ein bisschen mehr als so graue Parkplätze gegeben hätte. Mit grauen Spuren und grauem Rauch darauf. Also wenn hier wenigstens am Rand irgendwo ein paar Bäume stehen würden oder eine Bank oder so, also halt irgendwas. Dass es halt nicht ganz so langweilig aussieht. Und vor allem nicht jeder Parkplatz gleich langweilig aussieht. Ich meine, das Einzige, was sich ändert, ist halt die Markierung auf dem Parkplatz. Die machen sie jetzt nicht unbedingt schöner. Und ich habe, also hat schon irgendwer gesehen, wofür wir die Drift-Dollar eventuell brauchen könnten? Ich gehe mal ins Main-Menü, mal gucken, ob wir da noch irgendwas sehen. Aber Garage ist genau das. Da waren wir schon. Shop. Ah, hier können wir die Drift-Dollar ausgeben. Warum kann ich denn den Shop nicht aus dem Spiel raus öffnen, sondern nur... Oder ist das jetzt Echtgeld? Sind das Drift-Dollar oder ist das Echtgeld? Das ist Founders Pack, das wird schon Echtgeld sein, ne? Ah, und dann kann ich hier, okay, das, man muss dann auch in dem Grau in Grau schon erkennen, dass hier noch ein Scrollbalken ist, okay. Und hier können wir dann theoretisch für Drift-Dollar neue Fahrzeuge kaufen, alles klar. Weil jetzt halt die Frage ist, sind die rein optisch oder machen die was? Yeah. Sag mal, ich will scrollen. So, was kosten die Patterns so? Alter, ein Pattern kostet 7500? Okay, ab 2,5 gibt es auch welche. Ja gut, da haben wir vielleicht ein Zehntel von. Ah, und wir können Drift-Dollar dann auch für Echtgeld kaufen. Ich möchte an der Stelle erwähnen, das Spiel ist nicht Free-to-Play. Also es kostet zwar nur 2,99, aber... Ganz ehrlich, wenn ihr so einen Schmutz drin habt, dann macht es doch Free-to-Play. Also.
Gut, dann gehe ich aber auch mal davon aus, da man halt Autos und somit Echtgeld kaufen kann. Also dann würde ich mal vermuten, die sind schon rein optisch. Also zumindest die Patterns sind rein optisch. Es wäre halt voll cool, wenn man das irgendwie mal in Aktion sehen könnte. Also wenn hier noch irgendwie so ein Auto drunter wäre, wo man das halt drauf sehen könnte. Ist halt so die Frage, bewegt sich das dann auch auf dem Auto? Und wenn ich ehrlich bin, ich finde das Spiel jetzt grafisch nicht so ansprechend. Also es ist okay für das, was es macht, ne? Aber ich finde es jetzt grafisch nicht so ansprechend, dass ich mir hier unbedingt irgendwelche Skins kaufen muss. Finde ich schwierig. Also ich meine, wir wissen nicht, ob die Autos so rein optisch sind, ob die anderen Fahrzeuge, die man freischalten kann, nicht doch irgendwelche spielerischen Boni bringen. Aber es ist halt so oder so Grütze, oder? Also weil wenn sie Boni bringen und du sie mit Echtgeld kaufen kannst, dann ist es halt so, ja, aber wenn ich schon fürs Spiel bezahle, so warum sind die Autos dann nicht irgendwie offizielle DLCs oder so, sondern halt so wieder Kram? Und wenn sie halt rein optisch sind, denke ich mir, ja, aber welche Karre hier jetzt rumrutscht, ist mir halt auch wurscht irgendwie. Also vielleicht bin ich da auch einfach nicht die richtige Person für. Ich bin jetzt eh nicht so ein Autofan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt auch niemand, der hobbymäßig irgendwie an Autos rumbastelt oder sich sonst irgendwie dafür groß interessiert. Von daher, da ist noch so ein Fotodinget. Vielleicht bin ich dann für irgendwelche optischen Upgrades hier einfach nicht die Zielgruppe. So, wir wollten hier hin und wir wollten die Drift-Combo kaufen. Combos while drifting. Okay, also ja, die Combo wird jetzt auch da angezeigt. Ah, okay, dann kriegen wir tatsächlich mehr Punkte. Nice. Das gilt aber nur für aktiv, oder? Das gilt nicht für die anderen Autos, oder? Also die sammeln natürlich auch. Also die sammeln dann auch mehr Punkte, aber die treiben die Kombo nicht hoch. Die Kombo ist schon aktiv. Okay, dann ist Kombo halt so mäßig für ein Idle Game. Also wenn es halt literally Idle im Namen hat, dann eine Mechanik reinzubringen, die aktives Spielen voraussetzt. Gut, kann man machen. Aber ganz ehrlich, wer will denn hier sitzen und die ganze Zeit linke Maustaste gedrückt halten und mit einem Auto über einen langweiligen Parkplatz rutschen? Für ewig. Also, weiß ich nicht, ob aktives Gameplay hier irgendwie so die spannende Sache ist. Keine Ahnung. Lass uns mal ein paar Punkte ausgeben. Brauchen auf jeden Fall mal hier so die Base-Verbesserungen. Mehr Drift Skills, bitte mehr Tire Speed, einfach damit wir schon. Naja, jetzt kriegen wir pro Drift auch schon mal 10, 5, also 5 Punkte und bis zu 15 mit Combo. Na, immerhin. Hätten wir mal früher machen sollen. Jetzt hätte die 420-Farm auch nicht so lange gedauert. Aber so grob zusammengefasst holen wir doch hier jetzt letztendlich die gleichen Upgrades wie in der ersten Station, oder? Sehe ich das richtig? Also hier ist gut, wir schalten dann theoretisch mit Silver Reputation
den anderen Kram frei. Wir haben Drift Skills, wir haben Ticketed Events, wir haben wieder das Foto-Dinge, Drift Shells. Okay, die Combo ist halt neu. Fair point. Warum driftet der eine da jetzt nicht mehr? Okay, unsere Max-Kombo ist jetzt 60 und haben wir da... Ah, damit haben wir jetzt auch einen höheren Multiplier, okay. Naja, dann... Es wäre halt irgendwie cooler, wenn man das Upgrade-Menü noch hier so an die Seite gepackt hätte, finde ich. Also der Parkplatz ist jetzt nicht so spannend, dass er den ganzen Screen einnehmen muss. Da hätte ruhig rechts an die Seite noch ein Menü gekonnt. Dass das einfach ein bisschen übersichtlicher macht, vielleicht auch. Es muss ja nicht so viel Platz einnehmen. Das war doch nichts, oder? Na doch, das ging ganz gut. Okay, wir sind immerhin an einem Punkt, wo wir halbwegs zügig Reputation bekommen. Kann ich hier unten draufklicken? Also, ja, kann ich, aber passiert nichts. Okay. Das Maximum ist jetzt 44. Sieht so aus, ja, okay. Also, ich meine, ich habe schon schlechtere Idle Games gespielt, so ist nicht. Aber irgendwie fehlt mir noch so der besondere Anreiz an der ganzen Sache. Ich mach die Kamera kurz ein dunkler, damit ich hier nicht total überbelichtet bin. Oh Gott, wo bin ich da? Und es ist halt irgendwie mit drei driftenden Autos und den ganzen Spuren und dann so ein Mini-Drift-Event, abgesehen davon, dass die Steuerung sehr schwammig ist, halt auch schon schwer was zu erkennen irgendwie. Wobei ich die Mini-Drifts-Events halt schon noch ganz cool finde. Aber da hätte man da auch mehr draus machen können, oder? Hätte man da nicht irgendwie direkt so ein... Du musst dann halt auch wirklich Driftrennen fahren oder du hast immer so Stationen, die du halt... Oder so Level, die du halt anwählen kannst, wo du so einen Drift-Parcours halt schaffen musst. Und dann kannst du mit den Upgrades aber auch dein Auto besser steuerbar machen. Und so, dass man da irgendwie progress, das wäre doch halt ganz cool gewesen. Weil im Moment ist es ja halt wirklich so halt idlen oder incremental in Reinform. Also wir fahren im Kreis und kriegen dafür Punkte, damit wir weiter im Kreis fahren und schneller mehr Punkte kriegen. Aber die Punkte brauchst du. Also die Sache ist halt, das ist glaube ich so der Punkt, du brauchst diese Punkte halt für nichts. Du brauchst die Punkte nur dafür, dass du mehr Punkte bekommst. Aber es hat sonst spielerisch keine Relevanz. Bislang zumindest. Oder übersehe ich gerade irgendwas? All die ganzen Upgrades sorgen doch einfach nur dafür, dass du schneller Punkte bekommst. Also.
ist nett, aber also selbst wenn wir da auf so einen irgendwie ganz, ganz basic Clicker Heroes 1 zurückgehen, hast du da ja wenigstens noch so den Anreiz, ich will das nächste Level schaffen, ich will den nächsten Boss schaffen. Also mal ganz ab von irgendeiner, ich sag mal, Ascension- oder Transcension-Mechanik, die ich hier auch noch nicht sehe. Ich finde die Grundidee gar nicht verkehrt. Also es ist halt einfach mal ein neuer Ansatz. Ja, wirklich mal nicht irgendwelche Kämpfe oder irgendein Autorunner oder sonst irgendwas, sondern es ist halt so ein klein bisschen wie halt irgendwie Perfect Tower in das Incremental-Genre dann halt Tower Defense mit reingebracht hat, hast du hier halt so prinzipiell Driftrennen, mehr oder minder. Also na, du hast Drifting drin, aber halt keine Rennen. Also da steckt halt so viel mehr in der Idee drin, aus der bislang nichts gemacht wird. Das ist wohlgemerkt kein Early Access. Sollte man an der Stelle vielleicht noch erwähnen. Also im Moment wirkt es halt irgendwie so ein bisschen wie bei einem, wie heißt denn das? Coding Jam oder so? Nein, das ist nicht das Wort, was ich suche. Dev Jam? Nee, also wo du halt, keine Ahnung, 24 Stunden oder 48 Stunden oder so Zeit hast, irgendein Spiel zu programmieren und mit einer gewissen Vorgabe, also mit einem gewissen Setting. Game Jam, danke, das war das Wort, was ich suchte, oder der Begriff. Es sieht halt im Moment aus wie ein Spiel von so einem Game Jam, wo halt einfach die Vorgabe Autos war und dann haben die halt das Spiel draus gemacht. Und dafür wäre es halt ganz neat, aber so insgesamt fehlt halt irgendwie so an jeder Ecke Content. Also kann man vielleicht mal im Auge behalten, ob da irgendwie noch mehr kommt, aber im Moment würde ich sagen, weiß ich halt nicht. Wir können gleich spaßeshalber nochmal, das machen wir jetzt mal, die Silver Reputation nochmal freischalten. Aber ich gehe nicht davon aus, also ich will dann nur die Upgrades da auch tatsächlich mal sehen, mal gucken, ob da noch irgendwas Spannendes kommt. Vielleicht muss man auch bis zum letzten Parkplatz und dann kommt irgendwie eine Prestige-Mechanik oder so. Das kann gut sein. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich, also mal gucken, was gleich auf dem nächsten grauen Parkplatz so kommt. Ich glaube, um hier alle 6 Parkplätze durchzugrinden oder durchzudriften eher gesagt, ist mir das irgendwie zu langweilig. So, 15.000 brauchten wir, glaube ich, ne? Vor allem kriegen wir dann noch eine Currency mit dazu? Beim nächsten Parkplatz wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Die sammeln wir ja jetzt auch schon automatisch, ne? Egal, wir wechseln jetzt trotzdem den Parkplatz, einfach um ihn gesehen zu haben und weil er ja auch unfassbar viel besser aussieht. Sie haben zumindest versucht, so einen Ansatz von Farbe reinzukriegen. Sieht, finde ich, tatsächlich angenehmer aus als der Parkplatz davor. Nicht viel, aber it is something. So, was haben wir denn hier an neuen Upgrades? Jetzt, klar, Gold Reputation, Drift Skills, Tire Speed, das ist alles alt. Tandem Autodrifter. Add a Tandem Drifter to your Autodrifter. Okay. Sind das noch neue Autodrifter? Prestige Access. Unlocks the Prestige. Okay. Jetzt wird's interessant. Das war auch so der späteste Punkt, wo sie das bringen konnten, bevor sie mein Interesse verloren hatten. Okay, aber dann gucken wir nochmal. Und dann lass uns doch aber ganz kurz hier nochmal ein paar Punkte ausgeben. Damit wir einfach ein bisschen schneller Reputation zusammenkriegen.
hat super funktioniert. Jetzt bekommen wir nämlich schon mal 36 pro Dingen statt nur 1. Das ist doch ganz okay. Beziehungsweise statt 6. So, und dann haben wir doch jetzt schon genug Currency für den Prestige-Shop, oder? Jawohl. Prestige Access grants players the ability to reset their progress. Was für ein Progress? In exchange for Prestige Points. It also provides access to the Prestige Shop, which enables players to progress even quicker. As they purchase upgrades, they will earn potential... Ja, okay. When they okay, also es ist einfach eine Prestige-Mechanik, wie man sie kennt. Danke. So, sehe ich jetzt irgendwie, wie viele Prestige-Punkte ich kriegen würde? Nein. Gut, machen wir jetzt einfach. Jetzt haben wir 317 Prestige-Punkte, okay. Und sind wieder bei 1, okay. Das wäre halt ganz cool, wenn, also, wenn man das vorher irgendwie sehen würde. Mehr Prestige-Punkte, Upgrades günstiger. Ah, okay, das ist hier Base Reputation, die wir einfach leveln können, alles klar. Okay, das macht jetzt aber auch, also die Prestige-Mechanik sind jetzt halt quasi einfach nur Verbesserungen für die bestehenden Upgrades. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber auch nicht wahnsinnig spannend. Leider. Also da ist jetzt nichts mit bei, wo ich sagen würde, geil, ich will jetzt 500 Prestige-Punkte haben, weil ich hätte das Upgrade gerne, das macht halt alles so viel besser. Weißt du? Weiß ich halt nicht. Also ja, wir kriegen jetzt schneller Progress, aber das macht... Das Problem ist einfach, dass grundlegend so ein Run bis zum Prestige hin, entschuldigt, wenn ich das so sage, aber meiner Ansicht nach halt scheiß langweilig ist. Also... Und das müsste es nicht sein. Wie gesagt, macht die Umgebung ein bisschen hübscher, packt da wirklich eine kleine Rennkarriere rein oder eine kleine Driftkarriere. Scheiß auf Story, niemand braucht Story in Rennspielen. Aber ne, halt irgendwie, dass man so ein Ziel vor Augen hat. Irgendwie so ein... Ja, cool, das will ich jetzt erreichen. Das wäre halt cool. So irgendwie, weil im Moment ist es halt Punkte sammeln, um mehr Punkte zu sammeln. Und ja, das ist die grundlegendste Mechanik von einem Idle Game, aber das allein reicht halt nicht. Vor 10 Jahren hätte das vielleicht gereicht. Jetzt nicht mehr so. Also ich frage mich, ob der letzte Parkplatz dann noch irgendwas freischaltet, aber nachdem die Prestige-Mechanik jetzt schon so war, gehe ich halt nicht davon aus, dass mit den letzten 3 Parkplätzen noch irgendwas Dolles dazukommt. Was sagt der Chat so? Noch ein bisschen weiter im Kreis fahren oder haben wir das meiste gesehen? Also ich tendiere gerade eher so zu, ja, ich glaube, es ist gut. Reicht dann auch. Ich drifte mal gegen den Uhrzeigersinn. Ein klares Meh, würde ich sagen. Denke auch, dass nichts Tolles mehr kommt. Tu, was du magst. Ja. Ist halt einfach so die Sache,
wenn ich mir da im Vergleich, klar, das hat eine ganz andere Grundmechanik, ne? Aber letztendlich ist es auch im gleichen Genre, also es ist auch ein Incremental Game, wenn ich mir da halt irgendwie einen, weiß nicht, Orb of Creation angucke, ja, letztendlich sammelst du da auch nur mehr Punkte, um mehr Punkte zu sammeln, aber da steckt halt so viel mehr drin. Irgendwie, und das ist super motivierend. Und das hier ist halt, weiß nicht, da kann ich halt auch Rechtecke auf dem Desktop ziehen. Gefühlt. Also viel mehr Fortschrittsgefühl oder irgendein belohnendes Gefühl habe ich hierbei halt auch nicht. Nee, komm, wir lassen das sein. Für 900 ist halt so, komm, gib mir noch. Warum kaufe ich diese Upgrades? Wow, das zählte noch, obwohl ich so viele Dinger plattgefahren habe. Okay, nee, komm. Dann würde ich an der Stelle mal sagen, ja, nett war's. Link ist in der Videobeschreibung, falls noch wer reingucken will. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge, hätte ich fast gesagt. Bis zu irgendeinem anderen Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.